Ja, es gibt hier beim, wie gesagt, ja so mehrere Lackierungen hier von den Bussen und bei Bussen von manchen Verkehrsdiensten dann hier auf der Map, ich weiß nicht, ob die jetzt alle von Westische sind, ich glaube, das sind alles, sonst gibt es noch so Subunternehmen, da gibt es hier noch sowas im Bus eingebaut, ich muss mal kurz gucken, ob ich, ich habe mir nämlich ein paar Sachen hier aus dem Handbuch ausgedruckt, ob ich da die Bezeichnung dafür hier finde, sonst kann ich euch erklären, was für ein System ist, aber ich muss mal kurz gucken, ob ich hier auf den Zettel finde, was das, wie das heißt. Ich glaube, das steht hier auch irgendwo drauf. Ich darf jetzt noch nicht verpassen, wenn die Ampel grün wird. Muss ich mal kurz jetzt gucken. Irgendwo muss das stehen. Das ist ja gleich, einfach nur gleich, wie das System heißt. Vielleicht finde ich es später dann nochmal. Na, irgendwo muss es doch hier stehen. Jetzt muss die Ampel eigentlich langsam auch mal grün werden. Nee. Da ist es genau. Und zwar steht jetzt hier, also aus dem Handbuch, ich lese kurz mal diesen einen Satz hier vor. Wobei wir biegen erstmal besser ab, bevor wir jetzt hier noch einen Unfall bauen beim Abbiegen. Aber jetzt kommen wir wirklich so langsam, glaube ich, aus Dortmund-Mengede raus. Ja, jetzt sieht es jetzt schon danach aus, dass wir jetzt langsam so die Ortschaft verlassen. So, 80 sind hier erlaubt. Dann geben wir mal ordentlich Gas, Kickdown. Und da merkt man gleich, wie er hier erstmal runterschaltet, um ordentlich Drehzahl zu bekommen. Genau, und da Waldrop, Datteln, das könnten so Ortschaften sein, also Datteln auf jeden Fall, aber Waldrop könnte auch so eine Ortschaft sein, wo wir heute vorbeikommen. So ist, genau, es wurden noch ein paar Autobahnen hier nachgestellt, wo man langfahren kann, um halt so direktere Verbindungen zu haben. Wir fahren heute aber jetzt nicht über die Autobahn, weil wir jetzt erstmal zur nächsten Ortschaft fahren, genau, und darüber. Und dahin geht es aber nicht über, jetzt, über die Autobahn. So, jetzt kann ich mal kurz gucken, jetzt stehen wir hier wieder. Weil es wird wahrscheinlich gleich weitergehen. Und zwar der Satz, wo ist er denn? Genau, Busse der Verkehrsgesellschaft aus Bochum, Gelsenkirchen haben zusätzlich, also das ist wahrscheinlich dann abhängig von der Lackierung, ich habe es noch nicht ausgetestet, aber es wird wahrscheinlich von der Lackierung abhängen, ob das dann hier in dem C2 verbaut ist oder nicht, den man hier fährt. Also Busse der Verkehrsgesellschaft aus Bochum, Gelsenkirchen haben zusätzlich ein Fahrmanagement verbaut, welches den Fahrstil überwacht und auf entsprechende Abweichungen vom empfohlenen Wert hinweist. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. So, mal gucken, der Audi lässt uns rein, danke. Und ich denke mal, vielleicht werden wir sogar nächstes Mal dann damit fahren oder halt irgendwann später halt mal hier im Let's Play. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal machen, weil das ist dann so ein, ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich habe das jetzt nur mit dem Handbuch mir durchgelesen, aber ich habe es noch nicht jetzt hier im Spiel ausgetestet. Und zwar habe ich das jetzt so verstanden, dass halt dann, wie ihr schon gehört habt, wird der Fahrstil da bewertet. Und zum Beispiel, wenn man halt irgendwie den Motor längere Zeit im Stand anlässt, irgendwie mehr als 3 Minuten irgendwo steht und der Motor anlässt, dann gibt es irgendwie so einen Signalton und wird halt negativ bewertet. Oder wenn man irgendwie einen Kickdown macht oder sowas, weil es halt einfach nicht so umweltschonend ist und so spritschonend, weil man halt ja beim Kickdown geht ja die Drehzahl relativ hoch und der beschleunigt ja viel schneller. Und das wird halt dann negativ bewertet und sowas. Und dann gibt es so ein Signalton, also gibt es für mehrere Faktoren, die man halt da fährt. Oder wenn man irgendwie schneller als 70 km/h fährt, gibt es irgendwie einen Signalton oder sowas. Also es, da wird so einem, wird so die Fahrt sozusagen nochmal so bewertet. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich öfters mal biepen würde, weil ich jetzt über 70 km/h fahre. Wir fahren gerade 100 km/h. Lassen wir jetzt auch einfach mal. Wir können ja vielleicht ein bisschen Verspätung reinholen. So, Karte muss ein bisschen nachgeladen werden. Dem ruckelt es ab und zu wahrscheinlich mal. Da vorne haben wir eine Haltestelle, machen wir mal ein bisschen langsamer. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die überspringen müssen oder nicht. Oder ob das jetzt Kapellenweg ist. Blinken wir schon mal, dass der nachfolgende Verkehr Bescheid wüsste. Ja, hier müssen wir anhalten. Wartet aber keiner, wir haben keinen Haltewunsch. Dann können wir weiterfahren. So, haben vielleicht ein bisschen Verspätung rausgeholt. Bei den Audi haben wir eh sogar ein bisschen abgehängt, glaube ich. Gut, weil wir 100 gefahren sind, 80 nur erlaubt waren. Aber sowas, das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache, dass es so bewertet wurde, dass so dieses Fahrt... Dieses Bewertungssystem hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Ich werde es vielleicht auch dann mal bald mal austesten und auch 50 km/h nur noch. Genau, dass wir das dann vielleicht auch mal bald hier im Let's Play dann mal auch mal mit dem Bus fahren, der das dann auch eingebaut hat. So, es geht für uns weiter geradeaus. Aber von dem, was wir bis jetzt hier von der Map gesehen haben, sieht es auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ja, und an der Stelle mal die Information, also noch eine Information, und zwar, falls ihr euch das Addon auch kaufen wollt, das Addon-Projekt Gladbeck, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich euch auch eine Webseite verlinkt, wo ihr euch das Addon auch zulegen könnt, wo ihr auch das, wo ihr euch das Addon kaufen könnt. So, die da hinten wollen alle abbiegen, fahren nochmal ein Stück vor, dass sie da vorbei können. So, dass wir die Ampel aber auch noch sehen. Ja, kommt, jetzt könnt ihr da vorbeifahren, also wie viel Platz wollt ihr denn noch?
Sonst kommt der Herr dann nicht mehr über die Fahrbahn. Wir stehen ja auch noch gerade vor der Haltelinie mit dem Vorderreifen. Na, wir sind wahrscheinlich eh weg, bevor die... Alter, die wollen alle links abbiegen. Genau, und wir fahren jetzt weiter nach Datteln, Waltrop. Das sind wahrscheinlich auch beides Ortschaften, wo wir heute durchfahren werden. So, jetzt stehen wir und jetzt seht ihr, ist auch hier wieder der Bildschirm an. Man sieht halt genauso das, was, wie es auch hier jetzt im Fahrgastraum hier aussieht. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. So, ich sag mal... Gucken wir mal lieber hier, dann sehen wir die Ampel besser. Bin ich auch ein bisschen zu weit vorgefahren. So. Wobei das hier jetzt doch alles noch ein bisschen ja, gering bebaut ist. Da ist vielleicht doch das Kartenende, finde ich, ein bisschen abrupt. Das könnte man jetzt vielleicht doch sagen, dass da vielleicht noch das vielleicht so ein bisschen aufhört. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen so um die Kurve oder sowas machen können, dass es nicht so direkt auffällt, dass die Karte da zu Ende ist. Aber ich denke mal, dass es halt in echt hier auch so aussieht. Deswegen ist es hier auch so dicht bebaut. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es hier in echt so aussieht. Und deswegen an der Stelle wollte ich auch euch nochmal fragen. Ich hatte euch am Anfang kurz mal gebeten wegen dem Bus, ob ihr findet, dass es in der Innenraum ziemlich real nachgestellt und so weiter aussieht. Wir haben keinen halben Wunsch, da wartet keiner. Ja, dann fahren wir doch weiter. Das war die Altenbruchstraße. Genau, wollte ich euch auch nochmal drum bitten, falls vielleicht jemand, wie gesagt, hier von euch in der Gegend hier wohnt und vielleicht auch schon mal halt hier oder, genau, vielleicht sogar schon mal vielleicht mit der einen oder anderen Linie hier gefahren ist, vielleicht sogar mit der SB24 oder halt sonst hier irgendwie mal lang gefahren ist, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare so eine eure Meinung oder eine Bewertung dazu schreibt, wie ihr findet, wie gut das hier... Das ruckelt jetzt immer mal ein bisschen, weil die Karte nachladen muss. Und jetzt hat sich OMSI 2 aufgehängt. Na super, OMSI 2 hat sich aufgehängt, ich werde es beenden. Nochmal neu starten, letzten Stand der Karte laden und dann melde ich mich gleich zurück. Also dann, bis gleich. So Leute, es kann weitergehen mit unserer Fahrt. Die Ampel ist grün und wir fahren weiter hier über die Kreuzung. Und da ich jetzt ja OMSI 2 neu gestartet habe und letzten Stand der Karte geladen habe, sind jetzt leider keine Fahrgäste mehr hier im Bus. Aber gut, fahren wir einfach mal weiter. Und da werden ja wieder Fahrgäste jetzt in den Bus kommen. So, hier sind maximal 50 km/h erlaubt und hier wartet keiner und die Haltestellen und Wegweiser. Also Haltestellenmarkierung und Wegweiser muss ich wieder einblenden. So, ja, was ich ja eben angesprochen habe, war also nochmal, falls jemand von euch jetzt hier in der Gegend wohnt, im Ruhrgebiet, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und so, würde ich mich auf jeden Fall mal sehr drüber freuen, wenn da jemand von euch oder auch mehrere, wäre natürlich sehr cool, mal so eine Bewertung, so eine Meinung dazu schreibt, wie gut real das hier nachgestellt ist. Also wir werden ja heute noch durch mehrere Ortschaften fahren, bis halt nach Recklinghausen. Und in Zukunft im Let's Play werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal die Strecke nach Essen fahren. Es gibt ja hier eine Strecke nach Essen Hauptbahnhof. Ist ja nochmal eine größere Stadt hier Essen. Also ein Teil wird dann wahrscheinlich nachgestellt. Ah, hier ruckelt es jetzt aber doch schon mal ein bisschen. Wenn man das gleich wieder vorbei ist. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere mal so eine Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Ich ja, war bis jetzt hier auch noch nie in der Gegend und wohnt auch nicht in der Gegend. Kann deswegen das jetzt nicht so beurteilen, nur mir mal anschauen hier, wie gut real das nachgestellt wurde. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall mal sehr drüber freuen, wenn da jemand von euch mir in die Kommentare schreiben würde, wie ihr das findet, wie gut real das Ganze hier nachgebaut wurde. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Gut, hier ist die Strecke jetzt natürlich schon mal ein bisschen weiter weggezogen, dass man nicht sofort das sieht, dass da endet. Und ich denke mal, hier werden jetzt auch nicht so viele Gebäude stehen, deswegen, also in echt auch nicht, deswegen wird das hier, werden hier auch keine Gebäude stehen. Genau, was mich auch noch interessieren würde, von denen, die jetzt halt hier auch wohnen und so weiter, ob ihr dann vielleicht auch das ein oder andere Gebäude vielleicht auch wiedererkennt, was hier dann nachgebaut wurde, genau. Also der Hauptteil der Map, so wie ich es halt verstanden habe, ist ja wahrscheinlich also so Gladbeck hauptsächlich, weil das heißt ja auch Projekt Gladbeck und es ist ja, glaube ich, von Gladbeck ausgegangen. Ihr kennt ja vielleicht noch die Map Gladbeck, die es damals im OMSI-Forum zum Downloaden gab. Da gab es ja viele Versionen immer, bis zur Version 6, glaube ich. Und diese Map hier aus dem Add-on-Projekt Gladbeck, das ist jetzt eigentlich diese Map, die es früher da halt im OMSI-Forum gab, jetzt halt nur nochmal überarbeitet, verbessert und so weiter. Und jetzt halt hier als Add-on, auch von dem Entwickler, der damals diese Map gebaut hat. So. Grüß dich, Kollege, fährt auch die SB24 mit einer Werbelackierung. So, machen wir die Tür auf, steigen die Leute mal ein, hier an der Goethestraße. So, kommen Sie rein, die Herren. Entwerten Sie genau Ihr Ticket. Super, Ticket ist gültig. Dann kann es direkt weitergehen. Genau, also da gab es, ich weiß nicht was, ich glaube, die letzte Version war die Version 6. War das, glaube ich, letzte Version, die es halt im OMSI-Forum gab. Und, genau, diese Version gibt es aber jetzt nicht. Also ihr könnt die Map jetzt nicht mehr, irgendwie diese vorherigen Versionen nicht mehr irgendwie kostenlos also downloaden. Sonst gibt es jetzt nur noch die Map Gladbeck hier als dieses, halt jetzt als Add-on-Projekt Gladbeck, genau. Jetzt aber halt noch erweitert und mit neuen Linien im Vergleich zu der Version 6. Ich glaube, ich habe insgesamt 6 neue Linien im Vergleich zu dem zur letzten Version, die halt da kostenlos war, genau. So, weiter geht's zur Haltestelle am Mühlenteich. Na, das ruckelt doch mal schon ein bisschen. Vielleicht hätte ich die Grafik noch ein bisschen runterstellen sollen.
Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, wenn da jemand von euch, genauso wie es auch beim Wien-Addon war, da fand ich es auf jeden Fall auch sehr cool, dass da so viele von euch mal so ein Feedback in die Kommentare geschrieben haben, wie sie diesen Nachbau von den Strecken da in Wien fanden, wie real das ist und so weiter. Und das fände ich auch sehr cool, wenn ihr das auch hier bei dem Addon machen würdet. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich hoffe mal, dass mit dem Ruckeln jetzt mal ein bisschen langsam weggeht. Sonst muss ich vielleicht dann für die nächste Fahrt hier auf der Map mal ein bisschen die Grafik runterstellen. Ist halt echt immer so, von der einen Map zur anderen Map ist es echt immer richtig unterschiedlich. Mal bei der einen Map läuft super flüssig. Bei der anderen Map muss man wieder die Grafik viel mehr besser runterstellen, weil das bei der anderen Map dann, bei der einen Map läuft es nicht mehr so gut bei den Grafikeinstellungen, bei der anderen Map wieder so. Ist halt leider echt immer ein Hin und Her. Deswegen, ja, ich probiere eigentlich möglichst dann nicht so oft sowas umstellen zu müssen, aber ja, lässt sich manchmal leider nicht vermeiden. Zum Beispiel jetzt da dieses größere Gebäude, wo auch so Lidl draufsteht, da. Ich denke mal, so wie das da jetzt aussieht, so wird es das auch in echt hier geben. Ich weiß nicht, in welcher Ortschaft wir jetzt gerade sind, aber so wird es das da wahrscheinlich auch in echt geben, hier so ein Einkaufscenter von Lidl. Ob ihr das vielleicht einfach auch wieder erkennt, sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, manchmal sind es bestimmt auch Standardgebäude hier aus OMSI 2, auch hier diese Gartenhütten und so weiter. Aber einfach auch so von der Anordnung und sowas, ob ihr das irgendwie wiedererkennt. Nur sowas finde ich halt doch manchmal mit manchen Maps auch ein bisschen schade. Hatte ich auch bei der Map Nürtingen damals angesprochen letztens, als wir da gefahren sind. Dass, wenn so abrupt und man das hier so leicht sieht, diese Enden von der Karte, das finde ich manchmal jetzt nicht so, finde ich eigentlich nicht immer so toll. Wenn man so direkt sieht, dass die Karte da zu Ende ist. Vielleicht ist es natürlich vielleicht ein bisschen performance-schonender und so weiter, na klar. Aber, ja, es sieht halt nicht so schön aus, finde ich, wie wenn man da noch irgendwie jetzt nicht direkt aufs Ende der Karte schaut, wo auf einmal die Autos da in so einem Busch verschwinden oder sowas. Das ja, finde ich allgemein bei Maps nicht so gut, wenn das so gemacht wurde. So war, ist ja leider bei der Map Nürtingen auch an manchen Stellen so. Genau, aber vielleicht wird es ja irgendwann noch verbessert mit weiteren Versionen hier von der Map, weiteren Updates. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Aber sonst, was wir schon gesehen haben, gefällt mir die Map auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Auch der Bus, finde ich, wurde super hier umgesetzt. Auch mit den Funktionen. Ich freue mich auch schon sehr dann auf dieses Bewertungssystem, wenn wir dann mit so einem Bus mal fahren. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, dass es hier mehrere Lackierungen gibt. Ihr könnt im Internet auch noch mehrere downloaden. Bei R und W Designs ist es, glaube ich, findet ihr da im Internet noch mehrere Lackierungen. Wir werden aber jetzt auch nicht immer mit dem C2 dann hier fahren, sondern wahrscheinlich auch mal mit dem Solaris oder so mal hier auf der Map fahren. Mal gucken. So, dann steigen Sie mal ein, die Damen und Herren. Guten Tag, hallo. So, kommen Sie rein. Schön die Tickets entwerten. Finde ich echt cool. Immer sieht man, dass hier so grün aufleuchtet. Mal gucken, ob es irgendwann mal kommt, dass jemand das nicht entwerten, nicht gültiges Ticket hat, aber das glaube ich nicht, dass es vorkommen wird. Oh, schon 5 Minuten Verspätung. Müssen wir mal gucken, dass wir das mal aufholen, so langsam. So, jetzt zum Beispiel würde dieses Fahrmanagement-System sich beschweren, weil ich ja jetzt einen Kickdown gemacht habe. So, jetzt fahren wir ein bisschen anders als die Nachtbuslinie 14. Jetzt geht es nämlich hier rechts lang für uns weiter. Ah, es ruckelt echt manchmal noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen die Grafik dann runterstellen für die nächsten Fahrten. Aber heute muss es jetzt erstmal so bleiben, kommen wir schon irgendwie mit zurecht. So, jetzt kommen noch die Linksabbieger. Beeilen wir uns mal, bevor die kommen, dass wir hier rumkommen. Und weiter geht's. So, wir haben Haltewunsch für die nächste Haltestelle am Moselbach. So, jetzt scheinen wir die Ortschaft hier wieder zu verlassen. Ich habe jetzt kein Ortseingangs- oder Endschild irgendwie mal gesehen. Ich weiß echt nicht, wo wir jetzt gerade sind. Na, ich hoffe mal, dass wir es vielleicht irgendwann mal sehen werden. Gucken wir mal. Oder irgendwann sind wir ganz plötzlich dann in Recklinghausen. Aber das war jetzt bestimmt nicht mehr Dortmund-Mengede jetzt eben. Gucken wir einfach mal. So, jetzt geht's hier ein bisschen über die Landstraßen, aber ich denke mal so auf jeden Fall von den Streckenverläufen, von den Straßen, wie die jetzt hier so von der Länge sind und so von der Form und so weiter, dass jetzt hier so eine leichte Kurve ist, so wird es da auch genauso in echt sein, weil es ja wie gesagt alles so ein realer Nachbau ist, so wie ich das hier verstanden habe und ich denke mal, das stimmt schon so, wie ich es verstanden habe. So, da oben steht Zentrum nach links, also keine Ahnung, es geht jetzt in irgendein Zentrum, aber ich weiß nicht von welcher Ortschaft. Keine Ahnung, wir werden es ja hoffentlich bald mal erfahren, wenn wir irgendein Ortsschild hier sehen. Oder irgendwie einen Haltestellennamen mit irgendwie sowas. Wir sind jetzt hier am Moselbach, ne? Ah, jetzt kommt Waltrop Rathaus. Danach, das heißt, werden jetzt wahrscheinlich bald in Waltrop sein. Ich habe mal jetzt den Liniennetzplan hier nicht ausgedruckt, sonst hätte ich es sehen können. Da sind nämlich die Ortschaften eingezeichnet. Aber gut. Was ich auch sehr cool finde, in dem Zusatzhandbuch sind zum Beispiel auch noch so ein paar Sehigkeiten nochmal so beschrieben, was es genau ist. Wir haben so ein paar markante Gebäude, die es halt auch in echt gibt und die hier auch nachgebaut wurden. Und dann noch kurz was dazu und auch noch welche Linien da vorbeifahren, das finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Und dass man halt eine Übersicht hat da in dem Zusatzhandbuch mit den ganzen Linien und halt da oben immer so, man da halt immer so sieht, für welche Linie welche Busgröße geeignet ist. Oder da hinten zum Beispiel, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder so, da endet die Karte einfach so, ihr seht die Autos verschwinden da. Wenn es einfach noch ein bisschen länger gezogen wäre, vielleicht noch so leicht um die Kurve, das fände ich einfach nochmal, das wird nochmal deutlich verbessern. Also sowas finde ich
Sollte auf jeden Fall hier nochmal verbessert werden in der nächsten Version, beim nächsten Update, dass einfach diese Straßen, wo man halt nicht reinfährt, weil halt da die Strecke nicht lang führt, dass die einfach nicht so abrupt enden und man, wisst ihr, hier steht man noch so an der Kreuzung und guckt noch so direkt da drauf. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Wenn es jetzt an der Abzweigung, wenn man so rechts so abgezweigt, wenn man eher nur so vorbeifährt, ja okay, aber wenn man jetzt noch so genau drauf schaut, da finde ich, da sollte man schon eher das dann so machen, dass man da nicht so, dass es nicht so auffällig ist, finde ich. Naja gut, okay, das habe ich jetzt aber, glaube ich, oft genug gesagt, aber sonst gefällt mir die Map bis jetzt, was wir so gesehen haben, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Nur halt von der Performance muss ich halt nochmal gucken, dass hier, oh, der Herr, ne, sie haben noch rot, muss ich halt nochmal gucken, dass ich es ein bisschen anpasse. Jetzt geht's wieder, es gibt da immer mal so Abschnitte, kenne ich auch noch von den vorherigen Versionen bei Gladbeck, da hatte ich ja immer so ein paar Abschnitte, da lief's gut, mal andere, da lief's nicht so flüssig. Genau, muss ich mal gucken, dass ich es da mal so für die nächsten Fahrten dann besser anpasse. So. Ja, schön. Mensch. Sehen Sie nicht die Markierung auf der Fahrbahn? Wir waren auf der Vorfahrtsstraße, Mensch. Hätte mal langsam machen können. Einfach weitergefahren. Gut, dass ich abgebremst habe, sonst wäre der wahrscheinlich noch bei uns reingefahren. Oh, die spielt verrückt. Uiuiui, oder dreht sich im Kreis. Was denn da los? Tanzt ein bisschen. So, und ab geht's in die Haltebucht. Aber auch hier zum Beispiel, dass hier so die Post ist oder sowas, kann ich mir echt vorstellen, dass es halt hier jetzt auch so echt, in echt auch hier ist. Wir sind wahrscheinlich jetzt hier in Waltrop, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? So, dann steigen Sie mal ein, die Damen und Herren. Und auch hier mit dem Parkplatz, da der Stadthalle. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch so in echt ist. So, 1,40 € zurück und Sie kriegen Ihren normalen Fahrschein daher. Bitteschön. Da ist er frisch gedruckt. Noch warm.